Guten Morgen. Was sagt meine Uhr? Ja, Zeit für ein neues Video. Und damit wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent, liebe Messerfreunde. Und heute möchte ich euch mal wieder ein Messer vorstellen, was ich mir explizit ausgesucht habe. Machen wir einfach mal auf. Ich hatte schon mal reingeschaut, was so da drin ist. Müll, Müll, ein Päckchen. Und noch was anderes. Und zwar eine frohe Weihnachtswünschkarte. Frohe Weihnachten. Ja, das könnt ihr euch jetzt hier mal in Ruhe durchlesen. Könnt ihr pausieren. Ich werde das jetzt alles nicht vorlesen. Das sind halt einfach nur Weihnachtswünsche. Alles Gute zu Weihnachten und so. Und hier haben wir noch mal eine Rechnung. Ja, so viel habe ich dafür bezahlt. So, ist auch egal. So, aber reden wir mal nicht lange um den heißen Brei herum, kommen wir einfach mal zum Messer. Und wie ihr seht, das ist eins von Land. Und zwar, das ist das Sunremo Land 910. Und so sieht es aus, wenn es aufgeklappt ist. Und ich finde das wirklich sehr cool. Ja, und hier oben haben wir hier wirklich sehr massive Jimpings, die halt wirklich den Daumen in Position halten, damit man ja nicht abrutscht hier. Wir haben außerdem eine schöne silberne Klinge, was ich wirklich sehr cool finde. Auch wenn die Klinge jetzt hier ein bisschen zu sehr bedruckt ist. Das hier könnte man ruhig weglassen oder irgendwie verstecken. Das hier ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber das hätte man kleiner machen können. Und hier steht halt Land, okay, das geht ja noch. So, wir haben hier auch blau anodisierte Daumenpins, finde ich sehr cool. Das erinnert mich so ein bisschen an mein Ganzo, was ich vor einer Weile schon mal vorgestellt habe. Das hat auch blau anodisierte Daumenpins. Und auch blaue Schrauben. Finde ich sehr cool. Hier ist aber halt nur der Daumenpin blau anodisiert. Aber das ist halt wirklich genau das gleiche Blau. Wir haben einen nicht wirklich gut laufenden Klinggang hier. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Auf der einen Seite haben wir hier noch einen sehr stark gespannten Pocket Clip, den man nicht abbekommt oder aufbekommt. Es sei denn, man reißt sich den Fingernagel ein. Dann haben wir hier auf dieser Seite zwei Schrauben, die das ganze Teil zusammenhalten, plus einer dritten Schraube, wo halt auch der Clip befestigt ist, und eine Achsenschraube, die auf der anderen Seite so im Griff verschwindet. Mir gefällt persönlich das Design vom Griff sehr gut. Es gibt ja noch das normale Land 910, aber ich finde das Exclusive wirklich viel cooler als das normale, weil das halt so Linien hier drin hat, und ich finde halt sowas wirklich sehr cool. Außerdem haben wir hier, wie ich gerade noch feststelle, einen abgerundeten Klingenrücken. Also wie bei meinem Morpho Trainer. Das ist echt ein cooles Detail. Da sollte sich mal jeder Messerbauer eine Scheibe davon abschneiden. Und das war eine wirklich sehr gute Überleitung, denn wir kommen jetzt zum Schnitttest. So, dann gucken wir mal, was das Teil so zu bieten hat. Dafür machen wir es wieder auf und ja. Ich sage mal nichts dazu, also es ist scharf. Und spitz ist es auch. Ja. Meckern kann man nicht. Tada. Also das ist jetzt hier mit eines der schärfsten Messer, die ich hier habe. So, was haben wir denn eigentlich noch hier so? Ja, wir haben hier halt Land Plus exklusiv. Dann haben wir hier halt die Bezeichnung, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, hier ist das Logo nochmal. Wir haben ein Frame Lock hier. Mit, warte, was ist das denn? Aha, geht ja also schon der Lack runter oder was? Okay, das ist jetzt nicht so gut. Ich wollte sagen, wir haben hier einen Frame Lock mit Jimpings, dass man den besser rüber drücken kann. So, kommen wir einfach mal zu den Details. Und was machst du da? Lass meine Gardine in Ruhe. Bin gleich wieder da. So, und wir haben ein Gewicht von 135 Gramm. Dann haben wir eine Klingenlänge von 8,6 Zentimetern.
Wir haben eine Grifflänge von 11,4 cm. Also im geschlossenen Zustand ist es halt so lang wie der Griff. Deswegen eine Grifflänge. Und wir haben eine Gesamtlänge, also wenn es ausgeklappt ist, eine Gesamtlänge von genau 20 cm. So, und der Klingenstahl ist 12C27er Stahl. Hatte ich bisher noch nie gehabt. Ja, ich habe auch nicht so viele Messer. Und der Griffstahl, ja, das habe ich jetzt nicht herausfinden können, aber ich gehe mal von einem normalen Stahl aus, 44er oder so. Oder halt auch im 12C27er Stahl, aber ich weiß es gerade nicht. So, ich filme hier gerade ohne Stativ. Ich habe das Messer jetzt nochmal auseinandergebaut und hier sieht man diese Kugellager. Und was man auch sieht, hier wurden Taschen ausgefräst, damit es nicht so schwer ist. Finde ich auch ein sehr schönes Detail, weil es ist ja jetzt schon ein ziemlicher Klumpen in den Händen. So, und dann haben wir ja hier noch diese Öse, die hier rausgeplumpst ist, wo dann halt ein Lanyard durchgezogen werden kann. Und ja, so sieht das Ganze von innen aus. Finde ich persönlich sehr cool. Und das war's dann auch wirklich für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.